Wie verbinde ich mich auf den Dodo-Server? Wird Ihnen präsentiert von Dodo Rebell. Ihr benötigt einen Steam-Account, wo ARMA 2 und ARMA 2 Operation Head vorhanden sind. Wenn ihr ARMA 2 und ARMA 2 Operation Head zum ersten Mal installiert habt, müsst ihr erst ARMA 2 starten und wieder aus dem Spiel herausgehen. Und dann müsst ihr ARMA 2 Operation Arrowhead starten. Und wieder das Spiel beenden. Danach geht er auf YouTube, gibt in das Suchfeld Dodo Rebell ein. Sucht euch irgendein Video aus. Dann öffnet ihr die Beschreibung zu dem Video. In der Videobeschreibung ist der Servername, die IP, die Teamspeak-Daten und mit welchem Programm man gut auf unseren Server draufkommt. Auf diesen Link klickt ihr drauf, downloadet ihn . Wenn ihr den gedownloadet habt, startet ihr den DayZ Launcher. Hier haben wir auch ein Suchfeld. Da gebt ihr Dodo ein, Enter. So, dann erscheint unser Server. Den könnt ihr dann mit dem Sternchen als Favoriten hinzufügen. Dann drückt ihr mit dem Pfeilchen auf Play. Bei mir startet jetzt das Spiel, bei euch würde jetzt ein Download laufen. Und wenn ihr es gedownloadet habt, könnt ihr danach dann nochmal auf den Pfeil draufklicken. Und dann kommt ein BattleEye Update, das dauert auch nochmal ein kleines Momentchen. Und danach könnt ihr auf jeden Fall auf unserem Server drauf spielen, ohne Probleme. So, wenn ihr das installiert habt, dann fängt es im Prinzip so an zu laden, wie jetzt gerade hier. Es dauert einen kleinen Moment. Dann sieht man auch schon die Spieler, die auf dem Server drauf sind. Dann drückt ihr Enter. Dann geht das Ganze weiter. Hier sind alle wichtigen Informationen zu sehen. Es sind einige Dinge, aber nicht die nicht drin stehen. Die findet ihr dann auf meinem YouTube-Kanal unter Dodo Epoch Server. Da findet ihr alle interessanten Dinge, die ihr vielleicht wissen solltet über unseren Server. Ansonsten einfach viel Spaß und findet's auf dem Server selbst raus. Learning by doing. So, dann kommt hier eine kleine Fehlermeldung. Da drückt ihr einfach Enter. Lasst euch davon nicht abschrecken. So, dann seid ihr auf dem Server. Ich stehe jetzt in meiner Base, ihr spawnt dann irgendwo unten an der Küste. So. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Desktop. Und zwar für die Spieler, die schon Steam haben, ARMA 2 und ARMA 2 Operation hat auch in Steam vorhanden haben, die auch schon vielleicht den DayZ Launcher haben und dennoch nicht auf den Server drauf kommen, die können folgendes tun. Die können ARMA 2
in Steam mit der rechten Maustaste anklicken, auf Eigenschaften, und dann gehen Sie auf lokale Dateien, Spiel auf Fehler überprüfen. Wenn ihr das angeklickt habt und das Spiel überprüft worden ist, dann klickt ihr auf AMA 2 Operation Head, wieder rechte Maustaste, Eigenschaften, dann lokale Dateien, Spiel auf Fehler überprüfen. Wenn ihr das beides gemacht habt, dann startet ihr AMA 2 und AMA 2 Operation Head. So, wenn ihr die beiden Programme gestartet habt und auch wieder beendet habt, dann klickt ihr auf AMA 2 Operation Head, wieder Eigenschaften, dann klickt ihr auf Betas und überprüft, was für eine Beta ihr da drüben stehen habt. Hier könnt ihr die Beta aussuchen. Ihr braucht eigentlich keine Beta. Falls ihr aber halt nicht auf den Server drauf kommt, könnt ihr Beta minus aktivieren, dann kommt ein kleiner Download. Wenn der abgeschlossen ist, dann tut ihr die Beta wieder ausschalten. Und dann kommt auch nochmal ein kleiner Download. Dann tut ihr das Ganze schließen. Und dann geht ihr wieder in den DayZ Launcher rein. Hier klickt ihr dann auf Mods und überprüft, was für Mods ihr installiert habt. Für unseren Server braucht ihr DayZ Epoch 1.0.5.1. Der muss installiert sein. Und dann könnt ihr das Spiel starten. Falls dennoch Probleme auftreten sollten, dann geht bitte ins TeamSpeak zu uns und verbindet euch mit der 81.169.222.200 verbinden. Connected. Dann seid ihr bei uns auf dem TS und könnt dann Stammspieler fragen, Spieler, die schon auf dem Server drauf sind, die Administratoren, die hier unten alle ein C im Channel haben oder an ihrem Namen. Die helfen euch alle weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.